meine Lieben, ja, endlich gibt es mal wieder einen Action-Haul von mir und tatsächlich selbst eingekauft, nicht schicken lassen oder besorgen lassen, sondern ich war tatsächlich mal wieder in 80 Kilometer, Quatsch, 80, 60 Kilometer entfernt an den Action und habe ein bisschen eingekauft. Eine dicke, fette Tüte. Die packe ich jetzt einmal mit euch gemeinsam aus. Anfangen tue ich mal mit dem hier. Die kenne ich noch nicht, wobei ich dazu sagen muss, ich habe auch sehr lange keine Action-Hauls mehr angeguckt. Deswegen weiß ich nicht, wie alt oder wie neu die sind. Hier haben wir einmal Watercolor-Farben, 12x12 Milliliter. Das sind hier solche kleinen Tuben. Ich nehme hier mal mein wie das mal am besten. Zack. Ja, und dann sind hier diese ganzen Farben damit drin. Und das gleiche nochmal theoretisch. Das sind, glaube ich, nur ein, zwei Farben ein bisschen anders. Und das sind hier dann eben Acrylfarben. Ja, ich weiß noch nicht, wie gut die sind. Ich teste die mal. Und hauptsächlich habe ich die aber eigentlich wegen den Watercolors geholt. Und ich dachte mir, ach komm, die sind zu günstig, nimm einmal mit. Wenn du einmal so eine Batteriefarben hast, kann nicht schaden. Und ja, Watercolor wollte ich halt gerne haben. So. Ja, dann habe ich eins von diesen Päckchen hier bekommen. Das sind ja auch Watercolor-Farben. Ich hatte die gesehen bei Miss Fruchteis und wollte die unbedingt haben. Und die gab es aber irgendwie immer nicht. Und ja, jetzt habe ich sie einmal bekommen. Und die werde ich nachher gleich mal ausprobieren. Werde mal gucken, ob ich die vielleicht auch in meinem Bullet Journal benutzen kann oder ob die zu dolle durchfärben. Da werde ich mal schauen. Dann habe ich zweimal diese Modelliermasse, diese Clay, mir mitgenommen. Hatte ich ja gesagt, dass ich mir die auf jeden Fall nochmal holen werde, weil ja, da kann ich halt viele schöne Sachen mitmachen. Eben auch tolle Sachen für das Mixed Media, was im Moment sowieso ein bisschen zu kurz kommt. Ein paar Embossing-Folder habe ich mir auch mitgenommen. Und zwar einmal dieses hier, das hat dann so ein Blumenmuster. Da sind noch drei Stempelchen dabei, die ich aber wahrscheinlich nicht benutzen werde. Wobei diese Stempel haben immer genau die richtige Größe für Teelichter. Also wenn ihr ein Teelicht da was reinmachen wollt, das ist genau die richtige Größe, die dann in das Teelicht reinpasst. Wenn ihr es dann ausschneidet und unten in die Kerze reinmacht mit einem kleinen Loch in der Mitte, dann ja, habt ihr schon ein schönes Teelichtteil. So, hier sind dann so Herzchen und da ist wieder so ein Fensterchen drin für eine, wie heißen die, Cookie Boo oder so, wo man dann vielleicht also einen Stempel benutzen kann, wo man einmal den Hinterkopf und den Vor, also das Gesicht sieht und dann kann man das Tierchen oder was auch immer da eben reinschauen lassen. Das finde ich immer ganz süß. Hier war das ja auch mit dem Fenster. Ich sehe gerade, das habe ich aus Versehen zweimal mitgenommen. Das war gar nicht meine Absicht. Also wenn da jemand Interesse hat, zum Tausch. Und hier sind dann auch solche Blätterranken, sage ich jetzt mal, mit kleinen Perlen dran. Ja, finde ich auch ganz süß. Und hier finde ich auch die Vögelchen eigentlich ganz niedlich. Kann ich mir vorstellen, dass ich den einen oder anderen Stempel davon tatsächlich auch mal benutzen werde. Ich mache mal weiter mit Buchstaben und zwar habe ich hier diese gefunden und die sind mal ein bisschen anders von der Schriftart her. Die sind so ein bisschen anders geschwungen und ein bisschen anders verteilt. Also bei dem B zum Beispiel sieht man das sehr gut. Wie sah man das denn auch so gut, dass die mal ein bisschen anders sind hier bei dem E zum Beispiel, ne, wo das ein bisschen höher sitzt da oder tiefer, je nachdem, wie man es dreht. Ja, und die waren halt so ein bisschen geschwungen, ne, von der Schriftart her und das finde ich sehr schön. Und deswegen habe ich mir das auch gleich dreimal mitgenommen, weil
irgendwie, ja, man braucht immer nur bestimmte Buchstaben und die sind dann immer irgendwie ruckzuck leer und deswegen lieber gleich dreimal, dann hat man es. Und die habe ich noch einmal quasi nachgekauft. Das sind dann diese normalen, dickeren Buchstaben. Ziemlich unspektakulär habe ich mir hier einmal so einen Kleber mitgenommen in Matt auf Wasserbasis, wo man zum Beispiel so eine Figuren, die dann ausgehärtet sind, noch bekleben kann mit irgendwas. Ich weiß nicht genau, wofür man den Kleber sonst noch benutzen kann. Ich werde es einfach mal ausprobieren. Also ich habe hier mal drauf geguckt, aber ja, so richtig erschließt sich mir das nicht, für was ich das alles benutzen kann. Aber ich denke mal, für einiges. Und den gab es halt in glänzend und in matt und ich habe ihn in matt mitgenommen. Dann habe ich mir noch einmal Gesso mitgenommen, weil den kann man immer gut gebrauchen, besonders auch für die Mixed Media Sachen. Meine andere Flasche ist noch halb voll, aber ich dachte mir, ach komm, nimmst du noch mal mit. So, diese hier, die habe ich mir zweimal mitgenommen. Diese Lama Sticker hier, Lama und Kaktus. Und das zweite Ding ist, weiß ich jetzt allerdings gerade nicht. Hier habe ich mir zwei solche Pakete mit Knöpfen mitgenommen, weil ich habe irgendwie ganz wenig Knöpfe. Und hier ist so grau, braun, dunkelgrün, auch ein bisschen helleres Grün mal mit drin. Also einmal so eine Packung, auch hier ein paar durchsichtige und weiße. Ein bisschen bunt gemischt. Und das Ganze hier dann nochmal in rosa, lila bis blau. Ja, und die werde ich sehr wahrscheinlich fürs Nähzimmer benutzen und nicht für mein Bastelzimmer, aber das ist ja wurscht. Also ich hatte ja im Adventskalender oder war das in einer Ü-Post, weiß ich jetzt nicht mehr genau, hatte ich ja einmal auf jeden Fall so ein Päckchen Knöpfe mit dabei, aber sonst habe ich gar nicht so viel. So, ein bisschen Leckerli für meinen Mann, die habe ich ihm noch gar nicht gegeben, noch nicht gezeigt. Ein paar Haferkekse. Für meinen Hund auch ein bisschen Leckerli, wenn wir wegfahren, damit er was zu tun hat. Und das ist eben hier wirklich ein Naturprodukt. Also das ist dann hier irgend so ein, ich weiß nicht genau, was es ist, aber es ist halt irgendwas von einem Tier. Also irgendeine Haut wird das wahrscheinlich sein. Ja, mal gucken, ob ich hier irgendwas sehe. Deutsch, gepresste Sticks, Futtermittel für Hunde. Genau, Rinderhaut ist das. Und ja, da hat er halt gut was zu tun und ist da eine Weile dran am Kauen und dann macht er hier zu Hause nicht so viel Unsinn. Ja, dann habe ich mir nochmal ein Lineal mitgenommen. Ich hatte mir ja hier ein ziemlich stabiles gekauft. Was mich an dem aber stört, ist, dass ich bei dem Null, bei der Nulleranzeige, zumindest bei den Zentimetern, hier diese Rundung habe. Und besonders bei meinem Bullet Journal hat mich das oft gestört, dass ich das nicht ganz ranschieben konnte an die mittlere Seite. Und deswegen habe ich mir jetzt das nochmal mitgenommen, weil bei meinem alten war komplett die Farbe ab und da konnte ich gar nichts mehr erkennen. Das war echt ein bisschen nicht so schön. Hier habe ich noch ein paar Stempel und zwar habe ich die auch mitgenommen fürs Bullet Journal. Und hier habe ich einmal Montag bis Sonntag, alle Tage. Und ja, hier so ein paar Dinger, die ich wahrscheinlich überhaupt nicht benutzen werde. Hier ist zum Beispiel Weekend. Das finde ich auch ganz gut. Ich mache ja immer in der Wochenübersicht, mache ich das immer so, dass jeder Tag ein einzelnes Teil hat. Nur Samstag und Sonntag hat immer eins zusammen. Und vielleicht mache ich dann einfach diesen Weekend-Stempel da oben drauf. Das finde ich gar nicht so verkehrt. Hier ist auch noch mal eins mit To-Do und was steht denn hier? Importen zum Beispiel oder hier für kleine Notes. Also wenn man wirklich mal nur so kleine Dings hat. Und das hier fand ich ganz cool für diese To-Do-Listen oder ich habe ja in meinem Key immer, dass ich halt so ein Kästchen habe und dann eben immer abkreuze oder wie auch immer verschiebe oder was auch immer hier halt dann eben eintrage. Und dann brauche ich die Dinger nicht selber zeichnen, sondern kann die einfach draufstempeln. Ich glaube, das passt vom Abstand. Das muss ich mal ausprobieren. So.
noch ein Leckerli für meinen Mann, ein bisschen Toblerone. Habe ich für mich übrigens auch, aber das ist noch unten in der Tüte. Das hier ist was für mich, das esse ich total gerne. Einfach so Nüsse mit Sesam. Ich liebe Sesam über alles. Und das Ganze mit erhitztem Zucker dann zusammengeklebt. Könnte auch Honig sein, aber wenn man Honig erhitzt, hat es denselben Effekt wie Zucker. Also Diät ist das jetzt hier nicht gerade, aber mal so ein Stückchen als Leckerli, das geht schon. Gibt Schlimmeres, sagen wir es mal so. So, dann hier nochmal der andere Bogen, habe ich ihn gefunden, den habe ich ja schon gezeigt. Dann habe ich mir diesen Block, wie ihr seht, zweimal mitgenommen und den finde ich wunderschön von den Farben und dieses Watercolor und so. Und ich blätter hier jetzt einmal so im Schnelldurchlauf, weil ihr wisst ja, ich finde das auch mal mega langweilig, mir Papierblöcke bei anderen Leuten anzugucken. Aber der hat einfach grandios schöne Papiere und deswegen habe ich mir den direkt auch gleich zweimal mitgenommen. Also diese marmorierten Sachen hier ist jetzt nicht so meins, aber dieses ganze Watercolor-Krams hier sieht natürlich krass schön aus und deswegen zweimal. Schwuppidu. So, die Tüte ist bald zu Ende. Ich komme fast nicht mehr runter. Okay, hier ist meine weiße Toblerone, also mit weißer Schoki. Ich liebe nämlich weiße Schoki. Deswegen habe ich mir weiß mitgenommen. Und hier habe ich so ein paar Haarklammern. Ich habe mir letztens bei DM ganz viele Teile gekauft, wo man mit den Haaren mal so ein bisschen was machen kann. So ein Dutt und ja, so verschiedene Sachen halt. So Hilfsmittel. Und ich hatte mir dort auch solche Klammern geholt. Die sind halt unten so offen. Und oben dann halt, die kann man halt einfach nur zum Feststecken benutzen. Also die sind nicht so zusammen unten und drücken dann halt so fest und tun nicht auf der Haut so weh, sondern man steckt die wirklich ziemlich locker rein und es hält trotzdem gut. Ich habe von DM welche, aber die sind nicht so stabil wie diese und deswegen habe ich mir die hier jetzt nochmal mitgenommen. Ja, und wenn wir gerade bei den Haaren sind, hier nochmal so ein Packet von Haargummis. Ich weiß gar nicht, wie viele sind denn da drauf. 20 von 48 oder verstehe ich jetzt nicht. Ja, anscheinend sind das hier 80 Stück. 48. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall jede Menge und die haben 99 Cent gekostet. Und da kann man auf jeden Fall nichts verkehrt machen. Auch wenn die wahrscheinlich nur ein, zwei Mal man die benutzt und dann werden die ausgeleiert oder irgendwas sein. Aber das ist wurscht egal. Also da kommt man ja echt eine ganze Weile mit hin. Und ich brauche halt immer unten welche und oben, weil ich nicht jedes Mal Bock habe, nach oben zu rennen, wenn ich mal kurz was in die Haare machen will. Und dann kann ich mir einen Teil unten hinlegen, einen Teil oben. Und dann habe ich genug. So. Zwei Sachen noch, dann ist meine Tüte leer. Den Kleber hier, auf dem war ich schon länger scharf. Das wollte ich schon länger mal ausprobieren, wo man Textilware mit zusammenkleben kann. Und dann zum Beispiel hier solche Figuren machen kann oder aufs Pappmaché irgendwas vorfertigen und das dann eben mit Stoff bekleiden und dann eben so verkleben und dann wird er ja ganz fest und bleibt dann in der Form. Ja, stinkt halt wie Kleber, ne? Und ja, das wollte ich unbedingt mal ausprobieren und deswegen habe ich mir den mal mitgenommen. Ja, und mein letztes Teil, was ich mir gekauft habe, ist ein Sport-BH. Der hat nur 4 Euro gekostet. Und ich glaube, der scheint ganz okay zu sein. Also, für ewig wird der wahrscheinlich nichts sein. Aber ich denke mal, für hier zu Hause auf dem Laufband wird der bestimmt nicht schlecht sein. Ich werde ihn auf jeden Fall ausprobieren. Und dann kann ich euch ja mal berichten. Also, er sieht vom Stoff her, sieht er sehr angenehm zu tragen aus. Der hat auch hier für die Brust hat er hier irgendwie so doppelten Stoff, also da hat er wie so eine Tasche, keine Ahnung. Also da ist auf jeden Fall doppelter Stoff. Jetzt für die Jahreszeit super, für den Sommer wird es wahrscheinlich zu warm sein, aber ja, Hauptsache ich schwitze nicht so und es ist angenehm zu tragen, das ist mir wichtig. Und dass die Brust halt nicht so viel Bewegung hat beim Laufen, weil dann tut es halt weh. Ne? Genau, so, das war's.
Mehr habe ich nicht in meiner Tüte. Ich habe ausgegeben knapp 50 Euro, also 48,27. Und ja, ich finde es ganz okay. Ich habe mal nicht übertrieben. Sonst gehe ich aus Action eigentlich nie unter 60 Euro raus. Und ich habe wirklich viele Sachen heute in der Hand gehabt und habe gedacht, nein, brauchst du nicht, leg wieder zurück. Und ja, habe es dann auch getan, weil ja, viele Sachen, wie gesagt, ich habe es irgendwann Ende letzten Jahres schon gesagt, dass ich hier eigentlich viel zu viele Sachen habe und eigentlich noch einige Sachen loswerden möchte und aussortieren möchte. Und ich werde mir auch dazu auf jeden Fall noch was überlegen. Also ich werde ein riesen Paket machen mit allen möglichen Sachen, die mir nicht mehr gefallen, die, ja, keine Ahnung, die ich nicht gebrauchen kann oder die ich vielleicht in Tauschpost hatte oder. Und ja, entweder werde ich das verlosen oder wie ein Wanderpaket machen, nur dass nichts mehr zu mir zurückkommen soll. Irgendwie so, ich habe noch keinen genauen Plan, aber irgendwas werde ich machen. Wenn ihr eine Idee für mich habt, für die Aktion, dann könnt ihr ja mal unten in die Infobox, also in die Kommentare was reinschreiben, ob ihr da eine Idee zu habt, was ich machen könnte. Ich könnte natürlich auch machen, dass ich sage, Mensch, hier bastelt irgendwas und dann mache ich quasi eine Verlosung, wer das Schönste gebastelt hat, dem schicke ich das dann, ohne dass ich was geschickt kriegen möchte. Also das könnt ihr dann für euch quasi basteln. Also ich weiß es noch nicht, Irgendwas lasse ich mir einfallen. Ich möchte aber einfach einige Sachen mal weitergeben an Leute, die es besser benutzen als ich. Weil warum soll ich hier 10 Millionen Sachen rumstehen haben, die ich am Ende überhaupt nicht benutze? Also ja. Wie gesagt, da werden einige Sachen drin sein, die noch nagelneu sind, die verpackt sind. Da werden Tauschsachen drin sein, da werden Sachen drin sein, die ich nicht gebrauchen kann, doppelt habe, wie auch immer. Okay, gut ihr Lieben, das war wieder ein anderes Thema, aber das ist ja fast immer so, ne? Okay, ich sag Tschüssi, ich muss jetzt nämlich erstmal kochen und dann werde ich euch das Video schneiden und hoffentlich schaffe ich es, dass es morgen noch online ist. Also, tschüss!